Herzlich willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video erkläre ich euch den Sampler am DDJ-RR. Ja, der Sampler ist wirklich eine super tolle Funktion, die man am RR auch hat, denn man hat hier die Möglichkeit, ja, Samples abzufeuern und das möchte ich euch jetzt hier auch mal ein bisschen genauer zeigen. Wir schalten mal die FX-Einheit aus und gehen mal hier in die erste Samplerbank. Ich habe jetzt hier in der ersten Samplerbank einfach so die Faschings Samples, die ich halt so habe, und so ein paar andere Samples noch mit drin. Die Lautstärke des Samplers können wir hier in der Mitte regeln und der Sampler kann man auch einfach über andere Songs drüber legen. Das heißt, wenn jetzt hier ein Song läuft und ihr wollt jetzt den Sampler laufen lassen, könnt ihr den einfach drüber laufen lassen. Klingt jetzt zwar scheiße, aber geht. Wenn der Sampler läuft und ihr wollt ihn wieder ausschalten, drückt ihr die Shift-Taste und nochmal auf den Sampler-Pattern drauf hier, den ihr quasi gewählt hattet. So viel schon mal dazu. Also ihr könnt euch da fertige Lieder reinlegen, ihr könnt euch Melodien reinlegen, ihr könnt euch Samples reinlegen, ihr könnt im Prinzip alles, was irgendwie Töne von sich gibt, da reinlegen. Das Ganze macht ihr per Drag and Drop in der Software, das heißt, ihr zieht es einfach nur hier so rein. Ich meine, das ist jetzt voll, dann funktioniert das nicht, aber so funktioniert das, wirklich einfach hier reinziehen und schon ist das hier in dem Sampler-Deck drin. Wenn ihr eins rausmachen wollt, dann einfach hier auf den Button klicken, dann ist der Sampler auch ratzfatz wieder raus. Die tollste Möglichkeit des Samplers ist aber auch halt wirklich mal eigene Sachen zu komponieren, zu kreieren oder halt auch zum Üben ein paar Dinge nachzuspielen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel drei ganz bekannte Samples reingeladen, die werde ich euch jetzt mal eben vorspielen. Na, habt ihr es erkannt? Richtig, Sky and Sand. Und das ist auch so ein Sampler, den ich oft verwende, wenn ich jetzt gerade einen Beat am Laufen habe und dann spiele ich einfach so ein bisschen Sky and Sand mit dazu. Das feiern die Leute immer ganz cool ab, finde ich richtig cool und macht auch super viel Laune. Also das ist der Sampler mal im Kurzen erklärt. Wenn ihr den Sampler noch im Detail erklärt haben wollt, dann, wie gesagt, empfehle ich euch auf jeden Fall meine Rekordbox Mastermind.